steht in der Früh auf und weiß, es ist Renntag. Dann hat man einfach schon das gewisse Gefühl, dass man halt endlich Rennen fahren darf. Ja, man geht dann den Hang nach, fährt sich ein, dann ist Besichtigung. Ja, den Lauf nochmal durchgehen. Also man hat dann eigentlich so den gewissen Rhythmus, den man halt einfach bei den Rennen hat. Und dann weiß der Körper eigentlich ganz genau, so, und jetzt geht's mit dem Rennenfahren los. Also da muss man eigentlich gar nicht mehr viel machen, sondern man freut sich dann eigentlich nur drauf, dass man für das, was man die ganze Zeit trainiert hat, endlich machen kann. Die letzte Fokussierung passiert eigentlich in dem Moment, wo wir dann in das Startgate neigen. Das ist dann so der endgültige Startschuss. Wenn man hinten ist, muss man halt sagen, wo kann die jetzt überholen und wie lege ich das Ganze am besten an. Also es ist eigentlich ein bisschen Taktikgeschichte. Wenn man vorne ist, muss man natürlich schauen, dass man überlegt, wo könnten die anderen überholen und die Stellen möglichst gut zumacht. Und jetzt wäre es das Beste geben.